B2.3. Bestimmen Sie durch Rechnung den prozentualen Anteil des Volumens der Pyramide ABDP1 am Volumen der Pyramide ABCDS. So, das Volumen von ABDP1 haben wir in der vorherigen Aufgabe schon berechnet. Schreiben wir es nochmal hier hin. Sind 33,28 Kubikzentimeter. Aber wir brauchen uns noch das Volumen der Pyramide ABCDS. Also von der großen Pyramide. Die Volumenformel kennen wir ja schon, ist 1/3 mal Grundfläche mal Höhe. Und als Grundfläche haben wir diesmal eine Raute, wie in der Aufgabe, ja, wie in 2.0 beschrieben. Und eine Raute berechnet sich aus 0,5 mal die Länge der Diagonalen. Und die Länge der Diagonalen war einerseits AC mit 12 cm und BD mit 8 cm. Und jetzt nochmal die Höhe. Und es war die Strecke MS. So, setzen wir alle Größen ein. 1/3 mal 0,5 mal 12 mal 8 mal 9 cm. Berechnen mit Hilfe des Taschenrechners dann das Volumen. Ergibt ein Volumen von 144 Kubikzentimetern. So, jetzt brauchen wir den prozentualen Anteil. Ja gut, die 144 Kubikzentimeter entsprechen 100%. Die 33,28 Kubikzentimeter entsprechen dann x. Also bauen wir es dementsprechend auf. X ist gleich 33,28 mal 100 geteilt durch die 144. Und es gibt dann einen prozentualen Wert von 23,11%.